Hamburg ist eine Stadt, die ganz oft stürmisch ist. Der HSV wiederum ist ein ganzer Tornado. Ein Spieler, der einen Großteil der Probleme mitgemacht hat, ist Luis Holtby und den treffen wir jetzt. Grüß dich. Liebe Helden, wir sind heute aber nicht auf dem Fußballplatz unterwegs und auch nicht nur im Auto, sondern Luis nimmt uns mit zum Golfen. Aber wir werden dir natürlich jetzt auch ein paar Fragen stellen. Ich würde sagen, wir machen das Unangenehme zum Anfang. Christian Titz gefeuert, ersetzt durch Hannes Wolf. So wie ich es verstanden hatte, war das Verhältnis von dir mit Big Titz, wie ihr ihn am Schluss genannt habt, besonders gut. Was ist deine Meinung dazu? Also du hast recht, auf jeden Fall. Es ist nicht der erste Trainerwechsel und ich habe sehr gerne unter Chris gearbeitet. Er hat das Feuer bei mir wieder so entfacht, so die Qualität, die in mir schwirrt. Deswegen bin ich ihm da unendlich dankbar. Die Mannschaft hätte noch sehr gerne weitergearbeitet, aber es geht weiter. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mit Hannes Wolf und dem neuen Trainer in die Spur kommen. Verstehe. So, wir sind angekommen am Golfplatz. Ja. Ihr seht, wir sind auf der Driving Range angekommen. Ich habe mich schick gemacht. Luis hat es auch versucht. Luis wird mir ein bisschen Golfen beibringen. Sie. Und wir werden seinen Instagram-Account checken. Bereit? Check it out, let's go. So, was habe ich gelernt? Beine schulterbreit. Hier, zack, zack. Handgelenk nicht brechen beim Golfen. Ja. Bisschen mit dem Arsch wippen, weil es geil aussieht. Und dann eine Motion. Zack! Ja, ist das schon mal okay. Fast 90 Grad. Macht das nicht Spaß? Ja. Ich weiß, die Beine nicht. Boah, der hat sich gut angefühlt. Ihr seht, das ist alles viel zu einfach. Einfach mal in die Kamera schauen, Luis. Du kriegst ein kleines Upgrade von mir. Macht ihn jetzt irgendwie schlechter. Geil. Scheiße. So, ihr habt schon gesehen, Luis ist minimal besser als ich im Golfen. Deswegen habe ich ihm was Kleines mitgebracht. Und jetzt machen wir eine kurze Challenge. Wer damit weiterkommt und ich wiederum mit einem normalen Schläger. Ich würde sagen, Verlierer kriegt wieder mal einen Ohrflicker. Ich habe Angst. Du spielst jetzt damit. Oh. Geil. Ist das ein 4,5er? Fang du mal an. Okay. Das könnte ich schauen. Ach du heilige Scheiße. War das ein Probeschwung? Ja, ich habe nur getestet, wie der Wind gerade ist. Ha! Komm, mach die Ohren frei, Kollege. Ja. Nein, 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 es war ein Probeschwung. Also ich habe das Gefühl, dass ich, glaube ich, einhändig weiterkomme als du das jetzt. Okay, das ist die neue Challenge. Du einhändig und ich mit dem... Ja! So, Barriere ist das Ziel. Jetzt wollen wir aber nicht nur dein Golfgame checken, sondern auch dein Instagram-Game. Was ist das für ein, was ist das? Mega, November. Das ist seit 3 Jahren unterstütze ich dieses Programm. Beziehungsweise Charity-Aktion. Ja. Und es ist für einen guten Zweck. Ich spende was, ich versuche damit so ein bisschen Aufmerksamkeit auch für die Organisation zu erwecken. Und deswegen mache ich mich gerne in diesem Monat, der jetzt auch vor der Tür steht, gern zum Affen. Wenn du jetzt einen Fußballer, ich sag mal, nicht herausfordern, aber dazu auffordern könntest, dass er sich auch mal sowas stehen lassen könnte, wen? André Schürrle zum Beispiel. Wenn der sich einfach mal so ein Oberlippenbart wachsen lassen würde, das, ich glaube, ein Headbutt. So, André. Oberlippenbart, ich warte drauf. So, dann dieses Foto hier. Ja. Was für eine Mappe ist das denn bitte? Welches Tier hast du getötet und dann auf den Kopf gesetzt? Guck mal, deine Haare sind hinten weit länger als vorne. Was ist das? Auf jeden Fall einen kleinen Fuchs habe ich auf jeden Fall aus dem Wald mitgenommen. Ja. Ich weiß nicht. Also dadurch, dass meine Mutter noch Friseurin war, die hat mich so rumlaufen lassen. Aber ich weiß, ich war im Flow mit 18, war 18, gerade am Anfang, erste Karriere und, oder Karrierestart und ja. Sah auf jeden Fall funky aus. Ja, wenn du jetzt zurückblickst, was ist denn dein Karriere-Highlight? Mein erstes Spiel werde ich nie vergessen, mit Aachen, weil das war so der Türöffner. Und natürlich Champions League und Nationalmannschaft. Das sind Highlights. Dann würde ich sagen, wir widmen uns wieder dem Golfen. Ja. Die Challenge steht noch. Ein letztes Mal würde ich sagen, spielen wir noch um den Ohrflicker. Das sieht gut aus, ne? Da!
Das war's auch schon von uns heute. Ich habe, glaube ich, genug gelernt. Luis hat mir, glaube ich, die Basics ganz gut beigebracht. Ja. Aber für mehr hat's dann auch nicht gereicht. Nee. Folgt dem Herrn auf Social Media, ja. Louis.Holtby.8. Danke sehr. Wir wünschen dem HSV natürlich eine Menge Glück für die kommende Saison. Dankeschön. Und viel Glück mit Hannes Wolf. Danke. Ciao, ciao.